Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Facegepalmt. Schon wieder, ich mach immer wieder denselben Fehler, Gottverdammt. America's 10 Most Wanted. In der letzten Folge hatte ich mal wieder meine sensationellen 20 Minuten Off-Topic, die sich irgendwie in letzter Zeit nicht mehr vermeiden lassen. Und haben ein paar Fails getätigt. Ich habe ein paar Fails getätigt. Und zwar haben wir hier ein... Wieso habe ich da jetzt eigentlich wieder Munition? Naja, ich hatte auf jeden Fall in der letzten Folge meine komplette Sniper-Munition verschossen, denn ich war so bescheuert und wollte damit ein Geschütz penetrieren. Ich meine, es ist im Grunde, ob ich da jetzt mit der Shotgun raufballer oder mit der Sniper, habe ich mir nichts bei gedacht, aber leider kamen da so viele Gegner, die hätte man so schön wegbremsen können. Und, ja... sind wir gerade so ein bisschen in einer misslichen Lage, aber... Moment, was ist das hier? Flugzeugcodes. Flugzeugcodes. Wozu denn die Flugzeugcodes? Naja, gut. Ich wollte nämlich gerade sagen, bevor wir probieren, uns das zu holen, werde ich erstmal nach hier längs laufen und die Tür hier eintreten und nicht etwa, weil ich das... aus Verwandten aus dem fernen Bagdad gelernt habe bei einem tollen Plünderurlaub. Nein, 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 nein. Da können meine Verwandten nichts dafür. Ich glaube gar nicht, dass ich Verwandten in Bagdad habe. Und zwar habe ich diese Folge leider schon mal probiert aufzunehmen. Und habe tatsächlich 10 Minuten damit verschwendet, hier weiterzukommen. Das mit der Tür, das habe ich gleich am Anfang hingekriegt. Nur, ja... bin ich dann quasi hierhin und irgendwie bin ich dann wie so ein verkackter Indianer 30 Mal ums Flugzeug gelaufen, weil mir hier... Oh. Weil mir hier nicht angezeigt wurde, dass ich das Flugzeug kaputt machen kann. Wo kam jetzt bitte der Schuss her? Wo kam jetzt bitte der Schuss her? Moment. Ja. Deswegen haben mich die Flugzeugcodes gerade ein wenig verwirrt. Aber ich schätze mal, das war vorbei. Ich meine, ich habe hier wirklich in den 10 Minuten probiert, hier hochzukommen, weil ich dachte mir so, what the shit? Gib mir die Panzerung. Und dann bin ich hier rumgelaufen und irgendwie wurde mir das gar nicht angezeigt. Ach, da drüben, alles klar, Moment. Dann nehmen wir doch gleich mal die Sniper hier. Oh, yes! Ohne zu zielen, Mensch. Oh, ich glaube, das nennt man No-Scope. Ja, gut. Fahrt doch alle zur Hölle, Mann. Ich hasse es, ganz ehrlich. Wenn ich jetzt an meine Call of Duty-Zeit denke, No-Scope, Quick-Scope, die Hand vor dem Po-Scope, kann ich alles gar nicht mehr hören. Ich meine, mein Gott, er hat halt geschossen, ohne zu zielen, ne? Also, muss man da jetzt wirklich für jeden Scheiß noch einen Namen erfinden? Ja, wie gesagt, das war so ein bisschen floppy-flop und deswegen wollte ich das... Ganz nicht so, es ist halt auch immer doof, wenn du nicht weiterkommst. Und ich meine, da macht man ja auch gewisse, unterteilt man ja auch, kategorisiert man auch. Ich meine, es ist ein Unterschied, ob du nicht weiterkommst wegen einem Rätsel oder nicht weiterkommst, weil ich weiß auch nicht, weil du vielleicht bescheuert bist. Aber gut, wir werden dann, warte mal, habe ich das ja genau, ich habe jetzt das Medipäckchen geholt, die Tür habe ich hier eingetreten, die Nachbarn werden sich freuen. Und jetzt muss ich das Flugzeug verflugzeugisieren lassen, indem ich jetzt hier raufklicke. Ich meine, sowas ähnliches hatten wir ja auch schon mal in den Folgen davor, dass ich wirklich Türen aufmachen sollte, die mir aber nicht so angezeigt wurden. Achso. Hä? Geht jetzt nicht kaputt, Moment. Muss ich jetzt hier noch raufballern? Ja. Ich glaube, da baller ich jetzt rauf, ne? Oder... Nee, hä? Wait. Da hänge ich jetzt schon wieder? Wie war denn das beim letzten Mal? Ich meine, ich habe das... Das ist schon wieder... Ich schieße jetzt darauf. Oh Gott. Ich will nicht schon wieder failen. Nicht hier. Irgendwas habe ich beim letzten Mal getätigt. Oder muss ich jetzt hier einfach langlaufen? Nee. Ich muss jetzt irgendwas mit dem Flugzeug noch machen. Die Frage ist, schieße ich da jetzt drauf? Oder ich habe das Teil ja jetzt irgendwie gelegt. Ne? So. Das bringt nichts, alles klar. Er hat jetzt irgendwas... was hat er denn schon wieder gemacht? Ich habe nicht darauf geachtet. Nee! Kann ich das nicht... Ich will's ja... Was will ich denn eigentlich? Was ist denn beim letzten Mal passiert? Vielleicht sollte ich beim nächsten Mal zwischen dem Versuch, eine Folge aufzunehmen und der eigentlichen Folge nicht unbedingt 3 Monate warten.
gut, so lange ist es jetzt auch nicht her, aber... Oh Gott, was? Vielleicht sollte ich jetzt hier nochmal ins Haus gehen. Ich weiß auch nicht, was ich beim letzten Mal zuerst getan habe. Nee. Reservebenzintank zerstören. Okay, Reservebenzin. Ja, I get it. Und kann ich jetzt irgendwie... da lang oder war es das jetzt? Kann ich jetzt einfach hier lang gehen, ja? Ich bin mir gerade nicht sicher. Irgendwas müsste jetzt passieren. Ich weiß nur nicht was. Okay. Ich sollte aufhören, mich und euch zu verwirren. Es ist alles viel einfacher, als wir manchmal denken. Als ich manchmal denke. Und dann sind wir hier auch bei so einem tollen Palästchen und ab hier ist es dann wieder blind. Fernab von dem, dass ich diese Ortschaft hier nicht kenne. Und wahrscheinlich wieder, wieso ist der eigentlich da gefangen genommen? Verstehe ich jetzt hier nicht unbedingt. Wahrscheinlich wieder verhecken werde, wenn ich ihn wieder ein bisschen erzähle. Aber, Moment. Ich könnte ja mal probieren zu sneaken. Sneaken! Oh nein, das hat nicht geklappt. Okay, das war ja... Ein Schuss! Habt ihr den gesehen, Mensch? Habt ihr den gesehen? Ich wollte jetzt wieder was erzählen, aber ich glaube, das ist schon wieder zum Scheitern verurteilt hier. Ja, genau, Fraps, häng dich auf. Ich muss sowieso jetzt hier so ein bisschen aufpassen im Punkte Fraps, weil irgendwie ist ein neuer Aufnahmetag und mein Emulator ist schon 30 Mal abgekackt hier. Oh, hier haben wir wieder unsere neue Spezies. Spezies, habe ich gerade Spezies gesagt. Hallo Leute, ich habe meine Zähne verloren. Dann werden wir jetzt mal einen Kopfschuss machen. Bam! Oh, diesmal hat es ja wirklich geklappt. Und er dreht sich erstmal in die komplett falsche Richtung. Ah nein, das war dumm. Ach so, gut. Vielleicht war es doch nicht dumm. Es wäre jetzt dumm gewesen, wenn ich mir das genommen hätte. Erzähl meine Sache dann einfach später, wenn wieder Langeweile angesagt ist. Nur mal so, nehmt's als Vermerk. Ich wollte noch was zu der anderen Geschichte erzählen. Diesmal was Positives. Aber gut, wir haben ja noch Zeit. Das Spiel geht ja noch ein bisschen. Oh, das sah gerade lustig aus. Hat er sich gerade so seine Waffe angeguckt? Oh, guck mal, ich habe eine Waffe. Oh, was ist denn das? Okay. Ich bin ja hier schon wieder ein bisschen guten Mutes hier, da wir ja schöne Sachen hier haben, die ich natürlich nicht verschwenden sollte. Verschwenden. Ich glaube, sie wollen mich verschandeln. Verschandeln? Wie sagt man das? Verschandeln, ne? Nicht verschandeln. Nix handeln hier. Die wollen keinen Deal mit mir handeln. Ich glaube nicht. So, haben wir hier. Sehr gemütlich an der Stelle mal. Auch wenn es natürlich. Die sind ein bisschen geizig, was das Verwenden von Brennholz angeht, glaube ich. Das musst du dir mal so vorstellen. Du lebst in so einem riesen Gebäude, aber bist zu geizig dafür. Ich meine, wow, das ist ein fucking riesen Röhrenfernseher. Ich dachte gerade, what the shit, Flachbild. Nein, das ist eine riesen Röhre, Mann. Oh, alter Schwede. Oder alter Sachse von mir aus. Wir wollen ja hier wieder keinen diskriminieren. Das ist wirklich, also was ich ja gerade sagen wollte. Ich meine, wenn du schon so einen Kamin hast, dann kannst du ja auch mal ein bisschen Feuer nehmen hier. Wieso komme ich da nicht rüber? Gott, wieso? What the shit? Vielleicht solltest du mal irgendwie zum Arzt gehen, deine Beine checken lassen oder so. Vielleicht war das aber auch eine magische Stufe und ich konnte deswegen nicht rüber. Ja gut, ich habe hier halt Medikit und so. Und da drüben war, glaube ich, noch irgendwo... Was zur Hölle? Ja, genau. Also ich... Kann es sein, dass mein Charakter während der kleinen Pause Süßigkeiten genascht hat oder so, dass er jetzt irgendwie Probleme hat, da durchzukommen? Oh. Hallöchen. Oh. Moment, da ist noch einer, oder? Ja, da. Oh, hier habe ich noch eine Panzerung. Super. Mich dürstet es ja schon von diesen Gebrauch zu nehmen, aber ich glaube, das ist noch zu früh. Wir wissen ja nicht, was hier noch so Tolles passiert. Deaktivieren. Bip. Garage deaktiviert. Sie können sich den BMW jetzt klauen. Was müssen wir eigentlich hier machen? Den Gefangenen der Agenten befreien. Ach so, das ist ein Verbündeter.
europäische Waffenquelle herausfinden, Katalina retten. Katalina retten, weißt du? Er weiß zwar, wir wissen zwar noch nicht mal, dass ihr was zugestoßen ist, aber ja, er ist halt Hellseher. Zugangscode, okay, ja. Es wird sich schon, denke ich mal, wieder alles von selber klären. Hey, Claire ist auch wieder dabei, yay! Oh, hi, wie geht's? Und ich werde mal schauen, dass ich hier ein bisschen sparsamer mit meiner Muni umgehe. Wow! Vor allem jetzt, wo ich hier quasi so viel Heilkram hab. Oh, ja, komm, ich meine, nee, Moment. Ach so, klar, kann ich nicht nehmen, weil dieses. Boah, ihr wollt mich doch verarschen. Ich meine, okay, es ist die Basis, aber trotzdem, ist es nicht ein bisschen übertrieben? Da, wo sie mir hier alles hinwerfen, haben sie vorhin mächtig eingespart. Da kam ich nicht hin. Ist ja logisch, weil diese normale Panzerung ist ja nur für 100. Und wir haben ja schon über 100. Deswegen ist das Spiel da gerade ein bisschen überfordert. Und füllt mir nicht einfach die 27% auf. Das ist jetzt natürlich ein bisschen doof, weil ich mich an der Rüstung bzw. am Medi-Paket orientiert habe. Und jetzt liegt der Scheiß hier überall rum. Aha. Okay. Hier irgendwo war doch eine Treppe, ne? Ja, genau da. Dann werde ich einfach mal hochgehen, weil ich ja, glaube ich, hier alles. Ach, Mann. Komm schon, Fetti. Alles ausgeräuchert habe. Natürlich nur mit Räucherkerzen. Was glaubt ihr denn? Ich bin hier. Oh, Fraps, Fraps. Fraps ist ausgerastet, weil er einen Gegner gesehen hat. Das war der Fraps Auto Detect Modus. Ja, logisch. Ich habe hier nur meine Räucherkerzenstäbchen rausgeholt und dann sind sie alle von selber umgefallen. Ich meine, ich glaube, das wäre sogar möglich. Aber zum einen bräuchten wir dann mehr Kerzen und weniger Raum. Ich meine, wenn du dich in so einen kleinen in so ein kleines Kämmerlein stellst mit deinen zwei Kerzchen da, dann denke ich mal auch, dass du da verrecken kannst. Aber hier, das ist so ungefähr so wie jetzt, als wenn du hier, ja, passend. Besser hätte es gar nicht sein können, zu meinem Witz, als wenn er einen fahren lässt und. What the shit? Ich wollte einfach mal so Neugierde halber reinspringen. Ah, da war wieder eine Rüstung. Und dann, weißt du, das merkt man halt nicht. So, wo bin ich denn jetzt hier? Da bin ich doch gerade drin gewesen. Das heißt, ich sollte in die Richtung hier gehen. Oh, Hallöchen. Maybe I give you a headshot. Moment, wieso zielst du da hin? Aber hier nochmal perfektes Beispiel für Auto-Aim. Ich drück Viereck. What? Anstatt den hier anzuvisieren. Aber ich schätze mal, das Problem ist, dass dieser Stuhl hier im Weg ist. Oder auch nicht, ne? Hahaha. You're dead. You're my dad? No, I don't think so. Ich mag es immer, dass sich viele englische Wörter, dass man sich da auch mal ganz schnell verhaspeln kann. Zum Beispiel wie dead und dad. Oh, you're dead. Nein, ich bin dein Dad. Ich bin nicht tot. Versteht ihr? Aber na gut. Fax von Ali. Oh Gott, Ali. Ali ist hier. Gibt's da nicht auch so einen ganz berühmten YouTuber, der irgendwie Ali heißt oder so? Ich habe einen Fax von Ali bekommen. Bin ich jetzt Fame? Bin ich jetzt voll krass, Alter? Hab ich jetzt voll krass Fame? Oh. Na, ah. Aber wahrscheinlich sehe ich das gerade melodramatisch und er wollte ihm nur seine Waffe zeigen. Oh, guck mal. Riech mal an meiner Waffe. Oh, die hatte ich eben im Ohr. What the shit? Alter, sowas macht man doch nicht aus Spaß. Ich hatte gerade für eine Sekunde Schiss, dass er verreckt. Hat er den einfach mal in den Kopf geschossen? Ich glaube, ich hätte das Ganze vielleicht noch eine Weile analysieren sollen. Und er ist auch voll der Cheater, ne? Er hat die ganze Zeit nur so getan, als wäre er angebunden, weil ich meine, ich habe ihn ja nicht befreit. Wer schießt da bitte? Oh Mann, Fraps. Ach, er schießt hier, alles klar. Holy crap. Nee, ich hätte mal wirklich warten müssen. Sollen. Hätte, sollte, müsste, könnte. Um mal wirklich zu sehen. Ich meine, er hat ihn doch gerade in den Kopf geschossen. Er hätte so oder so schon verrecken müssen. Aber da hätte ich ja natürlich auch jetzt keine Chance gehabt, irgendwas dagegen zu tun. Gut. Gehen wir weiter nach oben. Der andere Typ, der wird den Weg schon alleine rausfinden. Ich meine, er ist ja auch gut angekommen. Ne? Ohne jegliche Abhaltung der Gewalt im Moment. Das muss ich mir mal kurz von Mann angucken.
Leute, ich bilde mir das doch nicht ein, oder? Der... Die dreht sich doch da um 360, 30 Grad hier. Ist das creepy. Das ist verdammt nochmal creepy. Aber es ist natürlich leider nicht so, wenn ich ranzoome. Kann ich vielleicht noch ein Stück näher ran? Ich nehme jetzt mal auf Sicherheitshalber die... Oh, wobei, die Pistole kann ich auch nehmen. Oh, oh, okay, okay, okay. Das war creepy. Ja. Ist meine Pistole echt so scheiße? Dabei habe ich doch den Enforcer schon 30 Mal geupgradet. Ich meine, habe ich nicht. Ich habe zwar einen Schalldämpfer bekommen, wodurch... Bist du nicht eben verreckt? Oder bist du neuer? Wodurch die Reichweite natürlich ein bisschen flöten geht. Aber ich meine, ich habe ihn 30 Mal aufgenommen. Hätte ja sein können, dass da vielleicht ein Upgrade bei war. Oh, hi. Blub. Shazam. Alles klar. Haben wir hier Schrotflintenmuni. Als hätte ich es gar, deswegen habe ich es auch gerade verwendet. Ja, okay. Die können wir ruhig nehmen. Hier liegt echt so viel Bullshit rum. Das ist echt phänomenal. Katalina retten. Ja, wie gesagt. Momentan weiß ich ja noch nicht immer, dass hier was passiert ist. Gut, dass wir den Geschichtenerzähler haben. Mensch. Da kann ich gar nichts schief gehen. What the shit. Also das wäre im Real Life schon mein Todesurteil gewesen. Aber wahrscheinlich hatte ich auch einfach die besseren Reflexe. Wobei in dem Fall sind bessere Reflexe arschige Reflexe. Holy crap. Aber gut, wir haben es ja überstanden. Naja, ich meine, was ist das eigentlich für ein Bett? Das muss total unbequem sein. Das sah jetzt gerade nicht so aus, als ob sie in Lebensgefahr schweben würde. Das sah eher komplett anders aus. Aber gut. Catalina. Thank God you are here. Perez is refueling his boat below the hacienda. I give you the call to the elevator. Thanks a lot. You take care of yourself. Gut, dass du hier bist. Ich hatte sie gerade schon fast beim Strip-Pokern abgezockt und ich wollte ja nicht, dass sie ihre komplette Existenz verlieren. Okay, wir sollen jetzt einen Fahrstuhl suchen. Ich habe jetzt extra aufgepasst, dass ich diesmal auch hinterher nach dem Dialog weiß, was ich machen muss. Ein Fahrstuhl, okay. Ich muss einen Fahrstuhl finden. Da. Kann ja nicht so schwer sein. Waren wir da drüben eigentlich? Ja klar, da geht's ja dann hoch, beziehungsweise runter. Ich kann mich aber momentan nicht entsinnen, einen Fahrstuhl gesehen zu haben. Frag mich nochmal 5 Minuten, vielleicht kann ich ja noch was anderes sagen. Nein, Gott verdammt, hier liegt so viel Rüstung. Da klingt das Handy, aber das soll jetzt nicht so wichtig sein, denn wie ich ja bereits sorgte, hat sich Fraps ein paar Mal aufgegangen. Das heißt, ich habe noch ein paar Minuten, um noch wenigstens den Aufzug zu finden. Jetzt mal ganz im Ernst, habt ihr hier irgendwo einen Aufzug gesehen? Ich habe einen PC gefunden, aber ich glaube, das zählt nicht. Aha. Okay, das da vielleicht, nein, das ist... Ah, Moment, da drüben saß... Nee, das waren nur alte Fenster. Also das Bett hier sieht wesentlich bequemer aus. Aber das da drüben war wahrscheinlich auch so die... Die Räume für unteres Personal. Für die armen Soldaten. Fahrstuhl. Also der Fahrstuhl soll mich ja zum Boot führen und ich gehe davon aus, dass das Boot irgendwo unten ist. Und dass der Fahrstuhl dementsprechend vielleicht auch im ersten Stock ist. Aber ich kann mich da auch sicherlich wieder mal trolltastisch irren. Haben wir hier irgendwelche Hinweise? Den Aufzug mit dem Zugangscode bedienen. Ja, ja, okay. Da habe ich ja so gesehen schon verstanden. Danke, Fraps. Danke, Fraps. Das wäre es jetzt übrigens, wenn Fraps jetzt abkackt. Ich dürfte die komplette Folge nochmal machen. Yay! Hier vielleicht irgendwo... Nee, das ist... Wow, okay. Der chillt da ein bisschen in der Luft. Ach, hier! Oh, okay, Moment. Das muss es doch sein. Ah, nee! Ja, ich wollte gerade sagen, das kann nicht einfach so da rumstehen. Rumhängen. Aber das haben wir ja schon betätigt, leider. Ha, vielleicht doch hier oben. Ich meine, wir haben ja hier schon den Code bekommen, also kann es ja durchaus sein,
dass es dann hier in der Nähe ist. Ich sehe Schutzwesten, soweit das Auge reicht, aber leider keinen Aufzug. Wie sieht denn so ein Aufzug aus? Gab's den damals denn schon so wie heute? Hey, damals wie heute. Aus welcher Werbung ist das? Ist das nicht irgendwie aus IKEA oder so? Damals wie heute? Diese... Okay, es ist beleuchtet. Ich wollte gerade sagen, diese Wand sieht verdächtig aus, aber ich glaube, dann wäre jede Wand verdächtig, die leuchten würde. Catalina! Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben? So einen ganz, ganz kleinen. Wo ist die überhaupt? Wo war die denn? Oder vielleicht hier hinter... So ein kleines Versteck irgendwie, dass der Knopf hinterm Billardtisch ist oder sowas. Hinter der Dartscheibe. Hier vielleicht. Genau, hier steht die alte, ja. Kann ja sein, dass es hier irgendwo gleich nebenan ist. Nicht so wirklich. Okay. Ja gut, Leute, ich würde mal sagen, das war's für heute mit Let's Play Facegepalmt immer noch. Ich werde es nie lernen. America's Top 10 Most Wanted. Ich wechsle jetzt nicht ins Pausenmenü, weil ich vielleicht noch ein bisschen Zeit für die nächste Folge dann dadurch einsparen möchte. Weil ich glaube, das könnte hier noch eine Weile dauern. Ja, wir werden dann ja logischerweise in der nächsten Folge mal schauen, ob wir den Aufzug finden. Vielleicht ist es auch dieses Waschbecken hier. Und ich drück drauf und vielleicht ist es... Ah, okay, gefunden. Yes, ich hab's doch geschafft. Ja, gesucht, gefunden. Dementsprechend kann ich euch nicht sagen, was wir in der nächsten Folge machen werden. Wir werden ja wahrscheinlich schauen, dass wir den Verbrecher gefangen nehmen können. Und dann werden wir uns über andere Verbrecher kümmern. Blablabla. Und dann würde ich mal sagen, habt ihr natürlich wieder mal die Möglichkeit, mich zu unterstützen, wie ihr wollt, ob ihr wollt, wenn ihr wollt und ob ihr wollt... Ob ihr wollt oder nicht, nein, ihr wisst, was ich sagen wollte. Unten in der Videobeschreibung tolle Links und dann könnt ihr euch damit die Zeit bis zur nächsten Folge vertreiben. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. See ya.